Hallo und herzlich willkommen zu der ersten richtigen Folge von FIFA 16 mit dem MSV Duisburg und wir spielen heute gegen FSV Frankfurt. Dieses Vorbereitungsturnier haben wir ja, ich sag mal, nicht souverän wirklich gewonnen. Aber wir haben es gewonnen, wir haben das zusätzliche Geld. Ich zeige euch das mal, nur noch 1,3 Millionen, wir hatten so um die 2 Millionen, da ich Verträge verlängert habe, zum Beispiel mit Victor Urbina, unserem besten Mann, mit Grote, mit Doreax und Onuwegbu, glaube ich, auch um ein Jahr. Ja, richtig, sieht man ja sogar, wer alles hier Angebot angenommen hat. Der habe ich mal verlängert. Und eure, ich zeige jetzt auch mal direkt mal kurz die Anfangsformation, mit der wir jetzt spielen. Und zwar ein bisschen überraschend, aber Brülker, Janic werden spielen. Ja, Brülker über links, Janic über rechts. Normalerweise ja Victor Urbina über rechts, hätte ich gerne bevorzugt über links. Aber ich muss sagen, Urbina war irgendwie nicht so richtig drin in den Freundschaftsspielen. Ja, und Janic hat über rechts 2 Tore in diesem Vorbereitungsturnier gemacht. Und die waren echt gut. Ja, die waren echt richtig nice. Habt ihr ja auch in den, wenn ihr die zweite, ich sag mal, diese 0,5 Folge gesehen habt, dann habt ihr das ja gesehen. Und ich würde sagen, wir zeigen jetzt noch einmal, in welchen Trikots wir spielen. Boah, mit SV Frankfurt ist das immer so kacke, ne? Wir spielen so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Folge, sehen wir uns im Spiel wieder. Bis gleich. Das ist Kevin Wolze, der vielleicht hier zum Flanken ansetzen kann. Wird allerdings nichts. Und das ist eine Grätsche und da würde ich sagen, das ist ein Freistoß. Aber ein ordentlicher Freistoß. Jo, gelb direkt für Engels, ist gar nicht schlecht für uns. Unter der 5. Minute ist der erste von denen verwarnt. Nice. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe natürlich hier noch gar kein Flankengefühl, hatte ich auch früher nicht. Komm, Onuwegbu! Onuwegbu setzt sich durch und Weiß hat allerdings den Ball, aber das ist die erste Torchance. Doreax, richtig schön gemacht. Schön spielerisch gemacht. Onuwegbu weiter auf Brülker. Brülker will flanken. Brülker! Ah, oh, Weiß! Boah, gar nicht schlecht. So kann man mal anfangen, ja? Jetzt spielen wir hier die ziemlich. Also setzen wir die ziemlich unter Druck. Jetzt die erste Ecke. Ah, das war nix. Schöner Pass. Wieder Schmidt, geil. Meine Fresse ist auf dem Ball. Schön gemacht. Komm schon, Wolze! Sahin. Boah. Boah, knapp. Jetzt Rolf Fälscher, der Abschluss war viel zu gut für Rattalcher von Dausch. Dausch gefällt mir derzeit ziemlich gut. So, jetzt Janic. Sehr schön auf Doreax. Und da ist das 1:0 für den MSV Duisburg. Schön gemacht von Janic über rechts. Die Vorarbeit für Doreax. Doreax macht hier das erste Saisontor. Yay. Schön gemacht. Ist natürlich echt nicht schlecht jetzt für uns, ne? Wir hätten sogar noch rüberlegen können, glaube ich, von Onuwegbu, aber da habe ich irgendwie in einem Zeitraum gar nicht so richtig drauf geachtet. Und Doreax machte das Ding. Auswärts liegen wir 1:0 vorne. Richtig gut. Dausch. Auf Doreax. Doreax. Oh, nächste Chance. Davon. Jetzt haben wir eine Ecke. Versuchen wir was. Boah, die war zu heftig gespielt, ey. Schade. Dausch. Boah, schade. Weiß hält ihn leider. Und jetzt geht's in die Halbzeit. Und, ich würde sagen, wir spielen schon um einiges besser als der FSV Frankfurt, was man wirklich mal sagen muss. Wir können uns einmal die Statistik anschauen. Wir führen hier auch 1:0. Aber erstmal, endlich mal die Halbzeitergebnisse. Und zwar 1860 München liegt 1:0 gegen Bochum zurück. Und Düsseldorf und Nürnberg scheinen noch gar nicht angefangen zu haben. Okay, hä? Ich hätte gern die Statistik gesehen. Naja, keine Ahnung, geht direkt weiter. Peredai. Boah, sehr schön vom Meißner. Geile. Was? Das ist doch kein Freistoß. Keine Ahnung, check ich nicht. Hat der Meißner eine Gelb gesehen? Keine Ahnung. Boah, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, Schmidtgeil zieht durch. Also für Ratte aber zum Glück keine Gefahr. Oh nein. Richtiger Radreitscher. Eigentlich war er auf Dausch geklappt. Geplant. So, und ja, natürlich. Die Kommentatoren, also die richtigen, ja, die reden hier gerade über Schweinsteiger. Huber. Ah, 1:1. Hat sich aber langsam so ein bisschen angedeutet, da wir nicht unbedingt besser waren. Und dann, ja, Meißner und Bohmheuer da. Na, nicht so gut.
Wir wechseln aus, und zwar geht Onueko für Ilyuchenko und Peruka verlässt den Platz für Viktor Orbina. Heißt, Janjic geht auf links und Orbina ist in die rechte Flanke, und mal schauen, was dazu bringt. Okay, komm, Dausch. Ilyuchenko, komm schon, jawohl, 2 zu 1. Nice, richtig schön, ich glaube Dausch war's. Boah, Dausch, glaube ich, bis jetzt echt einer der besten Männer. Ja, schöner Pass, aber wie Ilyuchenko sich da auch durchsetzt, ist natürlich klasse, ja. Zack, da hat das Torschusstraining tatsächlich was gebracht. Ah, richtig nice, da kann der Weiß auch nicht viel machen. Schön von Ilyuchenko, der sein erstes Tor in der zweiten Bundesliga macht. Du Idiot! Schön von Bohmeuer. Viktor Orbina schön auf Dausch und Dausch auf Doreax. Doreax macht das 3 zu 1 und damit bestimmt alles klar. Doppelpack von Doreax und zweite Vorlage von Dausch, glaube ich. Oder war ich echt nur überlegen, ob ich rüberpassen soll. Ne? Richtig stark. Das können die ersten 3 Punkte für uns sein. Boah, aber der Schuss war echt kacke eigentlich, ja. Also der war eigentlich nicht so stark, aber läuft. Ja, Doreax mit dem 3 zu 1 Doppelpack. Richtig gut. Und wir wechseln übrigens nochmal aus, und zwar verlässt Martin Dausch jetzt den Platz für Pierre de Witt. Wir brauchen auf der Position einen, der ordentlich rennen kann. Und da kann de Witt auch. Das wäre witzig gewesen. Kann aber auch nicht mehr laufen, der Junge. So, hi Safi jetzt hier über rechts. Oh, Bohmeuer rennt vorbei. Ja, was mache ich denn? Boah, Ratajczak. Der war stark gehalten. Ich stelle mal ein bisschen defensiver. Können uns das ja. Was eine Flanke. WTF. Ja, so kann man uns mal den Ball geben, ne? Komm, mach hinne. Oh, wir warten und warten. Hallo? Ach so, ja. Oh, hat gewartet, bis der Keeper am Tor war, oder was? Boah. Elfmeter, Alter, was? Warum denn? Alter, war normaler Zweikampf, oder nicht? Also ich bin mir da unsicher. Fuck. Okay, komm. Oh, Scheiße, egal. Wir finden immer noch 3 zu 1 und jetzt einfach aufpassen. Und damit gewinnen wir das erste Spiel, ja, mit 3 zu 2, das ist okay. Ich glaube, Defensive stand eigentlich gar nicht so kacke. Im Angriff waren wir sogar eigentlich relativ gut, natürlich großer Pluspunkt heute an Dausch. Deswegen schauen wir uns auch mal direkt hier die Bewertungen an. Dausch dürfte eigentlich mit der beste Mann sein. Mit 8,6 auf jeden Fall. Doreax hat natürlich Doppelpack gemacht mit 8,8. Ist schon klar. Ilyuchenko hat auch ein gutes Spiel gemacht, hat direkt ein Tor gemacht. Der Beste hat auch nur Wegbu. Vielleicht verliert ja auch nur Wegbu jetzt seinen Platz. Janic war auch ganz gut. Der hat, glaube ich, eine Vorlage gegeben, ne? Ja. Und Dausch 2. Richtig gut. Ich denke mal, Janic wird im nächsten Spiel auch weit über links kommen. Und Urbina über rechts. Und Ilyuchenko wird vermutlich für Onuekbo stürmen. Nehme ich mal an. Und Dausch und Doreax werden auf jeden Fall spielen, ne? Innenverteidigung. Okay, unsere ganze Verteidigung war eigentlich echt kacke. Ja. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Spiel vom MSV Duisburg. Ciao.